In dieser Lektion für den Manual möchte ich euch Tipps geben für das Mentale, für die Entschlossenheit, die Kopfsache und auch das schnelle Lernen, schnelle Gelingen, dass ihr mit Effizienz und Spaß dabei seid. Auch wenn viele das gar nicht so auf dem Schirm haben, der Manual ist viel mehr Kopfsache, als man denkt. Das läuft aber alles unbewusst ab, weil jeder Mensch hat eine angeborene Sturzangst. Stellt euch mal vor, man rutscht auf Eis oder eine Banane aus und kippt dann nach hinten. Dann versucht man, wenn man ein gutes Koordinationslevel hat, das noch auszugleichen und nicht zu stürzen. Beim Manual müssen wir diese schwungvolle Bewegung jetzt provozieren und der Kopf möchte eigentlich gar nicht, dass wir uns so radikal nach hinten werfen. Deshalb müssen wir uns Schritt für Schritt daran gewöhnen. Wie in anderen Lektionen beschrieben, nutzt dafür bitte den Bremsfinger, brecht ab und zu mal am Anfang den Manual-Impuls mit der hinteren Bremse ab, um da sicher zu sein. Nur dann könnt ihr wirklich mit voller Entschlossenheit in den Manual hinein. Übt den Manual bitte erstmal auf einer sehr kontrollierten Fläche, wo es breit ist, nicht auf einem engen Weg, wo ihr vielleicht seitlich irgendwo reinkippt und stört auch keine anderen Verkehrsteilnehmer. Ihr braucht wirklich eine ablenkungsfreie Zone, um dann sicher den Manual zu üben. Natürlich ist es so, wenn man den Manual schon im Ansatz ganz gut beherrscht, dass einem Geschwindigkeit und Gefälle bergab hilft. Am Anfang sind das jedoch auch Risikofaktoren. Sprich, man kann zur Seite fallen, man kann nach hinten fallen. Das sind alles Dinge, die man nicht sofort bei hoher Geschwindigkeit haben will. Deswegen übt den Manual bei langsamem Tempo in der Ebene. Ihr braucht eine hohe Wiederholungsfrequenz, um den Sweet-Bereich zu finden, den Manual zu meistern. Sprich, übt häufig lieber mal 10 Minuten abends nach der Arbeit zum Beispiel und nicht nur am Wochenende mal 2 Stunden. Ihr braucht viele Wiederholungen, damit sich das einprogrammiert. Dann wird es immer besser werden. Trotzdem bitte nicht 5 Stunden am Stück nur Manual üben, sondern variiert, geht zwischendurch Trails fahren, macht verschiedene Dinge, damit ihr locker bleibt und nicht verkrampft werdet. Bei allem Ehrgeiz für das Manual-Training denkt an den Spaß dabei, freut euch über die Herausforderungen. Ihr wisst, selbst Profifahrer haben dafür länger gebraucht. Ab geht's mit der nächsten Lektion.